Überraschungen sind fester Bestandteil des Feuerwehralltags. Oft entpuppt sich die Lage vor Ort ganz anders als erwartet. So auch in Delmenhorst an einem Feiertag. Die Meldung am Anfang war so ein bisschen, man konnte nicht ganz klar heraushören, was es denn sein sollte. Im Grunde sind wir anfangs davon ausgegangen, dass es eine kleinere Sache wird. War ja 10 Uhr vormittags, strahlender Sonnenschein. Neue Erkenntnisse, ist ein Holzhaus, Dachstuhl einseitig im Vollbrand. Also doch. Alarmiert ist Stadtmitte und die BF. Leitstelle Oldenburg von 1841. 1841. Erste Lage auf Sicht im Bereich der Einsatzstelle. Starke Rauchentwicklung. Als wir dann ankamen, hat man es dann schon gesehen. Ach du Scheiße, das wird eine längere Nummer. Und die erste Frage sind da alle Leute raus? Markus König ahnt bereits, dass dies kein alltägliches Feuer ist. Als Zugführer trägt er die Verantwortung. Anschließend sofort. Die Bewohner des brennenden Hauses, eine vierköpfige Familie, konnten sich und ihre Hunde in Sicherheit bringen. Die Lage ist dennoch dramatisch. Das Haus ist komplett aus Holz. Also das erste Bild, was sich geboten hat, war halt, dass von einem Blockhaus der Dachstuhl im Vollbrand stand, dass das Feuer auf einen Carport übergegriffen hatte und von da aus auf zwei PKWs und drohte auf ein Nachbargebäude überzugreifen. Der Brandherd liegt auf der Rückseite des Blockbohlenhauses. Und das Feuer breitet sich rasend schnell aus. Für die Retter beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Verteiler und ihr geht hier vor. Drehleiter, nicht Gebäude. Thomas, Drehleiter einspeisen. Speisendrehleiter? Sofort. Okay. Nimm hier gleich mal den 30-Meter-Schlauch. Der Löschangriff soll gleichzeitig vom Boden und aus der Luft mit Hilfe der Drehleiter erfolgen. Doch das wird hier bei weitem nicht ausreichen. Ich brauche einen zweiten Trupp. Thomas, zweiten Trupp. Wir brauchen sofort einen zweiten Trupp. Der zweite Angriffstrupp soll verhindern, dass das Nachbarhaus Feuer fängt. Zur Verstärkung kommen zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr. Alle verfügbaren Einsatzkräfte der Stadt sind jetzt alarmiert. Ihr müsst den PKW ablöschen. Ja, Henry! Und dann da vorne weiter. Zeitgleich nehmen die Retter die Drehleiter in Betrieb, um von oben einen massiven Löschangriff mit dem fest verbauten Strahlrohr, dem sogenannten Monitor, zu starten. Die größte Hürde war halt der Wind. Der war ziemlich stark und das war ja nachher auch so, dass die Kräfte gesagt haben, es war wie ein Tornado im Haus, weil da eine offene Galerie war und wie so ein Kamineffekt ist das Feuer dann auch durchgelaufen. Das ging auch so rasend schnell. Das war schon sehr beeindruckend, auch wenn man schon so viele Jahre bei der Feuerwehr ist, wie schnell das dann doch dann zur Durchzündung kam. Das Problem? Das Feuer versperrt den Rettern den Weg zum Brandherd an der Gebäuderückseite. Wir kamen an diesen hinteren Teil am Anfang nicht ran, weil wir uns erst Stück für Stück vorarbeiten mussten und das erstmal alles ablöschen, dass wir überhaupt in den Garten kamen hinten. Um einen Zugang zur Rückseite des Blockhauses zu finden, macht sich Zugführer Markus König auf zur Erkundung der Nachbargrundstücke. Moin, was für eine Hausnummer und welche Straße ist das hier? Das hier ist der Gut. Wir brauchen einen Löschzug auf den Hausnummer 33. Dann können wir die Brandbekämpfung von hinten durchführen. Moin, jetzt geht's hier durch den Garten. Ja. Geht gleich zum Gebäude vorbei. Mit 20 Kräften soll die Freiwillige Feuerwehr aus dem Ortsteil Hasbergen die Löscharbeiten vom Garten aus unterstützen. Das ist links. Ja. Der Werfer kommt in die Mitte, dann kann er das mit abdecken. Und hier kommt erstmal ein Bohrer oder Zierer, was ihr auch immer habt. Neben der Koordination der Kräfte muss Markus auch die Sicherheit der weniger erfahrenen Kollegen im Blick behalten. Nicht zu dicht rangehen, boah, das kommt alles gleich runter, der Plunder. Insgesamt sind jetzt 150 Feuerwehrleute im Einsatz. Von drei Seiten schießen sie bis zu 8500 Liter Löschwasser pro Minute auf den Brand. Den vorderen Einsatzabschnitt leitet jetzt Thomas Pent. Man ist an keinen festen Ort gebunden. Man muss also immer Kontrollgänge machen, nicht? Die einzelnen Bereiche abschreiten und gucken, ob es so läuft, wie man sich das vorstellt. Ist Feuer aus? Ja. Scheiß Karre, brennt auf.
Meter für Meter löschen die Kräfte ab und kämpfen sich bis zum Haus vor. Man hat die Hitze schon gespürt, das war enorme Hitze. Die ganzen Dachrinnen waren geschmolzen. Und nachdem wir dann soweit die Flammen vom Carport weggedrückt hatten, waren dann auch die Flaschen Pressluftatmer erstmal leer. Wir brauchen noch einen weiteren Trupp unter PA. Einen weiteren Trupp. Ja. Für die Delmenhorster Feuerwehr ist dieser Brand eine Materialschlacht. 27 Einsatzfahrzeuge sind vor Ort. Mehrere Stunden kämpfen die Retter gegen das Inferno. Der Einsatz geht an die Substanz. Körperliche Grenzen merkt man eigentlich nicht. Man ist ja auch voller Adrenalin und man hat eigentlich gar keine Zeit, über irgendwelche Dinge nachzudenken. Man macht also einfach so lange, bis man gar nicht mehr kann. Wenn du nicht mehr kannst, dann lass es jetzt. Dann nehmen wir ihn nämlich in den anderen rein. Ja, dann tauschen wir aus. Martin, willst du mit mir gehen? Ja. Dann geht Martin mit mir. Gib den, dann gib ihm das Funkgerät und dann seid ihr beide ein. Und ihr beide setzt euch hier in Schatten, okay? Die harte körperliche Arbeit in der warmen Schutzkleidung bringt die Retter an ihre Belastungsgrenzen. Und teilweise darüber hinaus. Ein junger Helfer der Freiwilligen Feuerwehr kollabiert und muss vom Rettungsdienst versorgt werden. Kameraden haben gesagt, dass es ihm nicht gut ging, dass er auch kurz zusammengesackt ist. Und wir haben ihn dann auch sofort in unser Fahrzeug verbracht, weil es auch dort kühl ist, Schatten bietet. Und haben ihm was zu trinken gegeben und haben ihn dann auch ins Krankenhaus transportieren lassen zur Kontrolle. Eine zusätzliche Belastung ist das Arbeiten unter Atemschutz. Bei der starken Rauchentwicklung aber ein Muss. Dann dreht der Wind. Der giftige Qualm macht einen Aufenthalt auf der Wiese vor dem Haus ohne Atemschutz unmöglich. Auch die Menschen aus den umliegenden Häusern werden in Sicherheit gebracht. Gegen Mittag trifft Nachschub ein. 40 frische Atemgeräte mit vollen Pressluftflaschen. Vom Garten aus setzt die Freiwillige Feuerwehr jetzt einen tragbaren Wasserwerfer ein. Genau, jetzt schwenkst du immer schön von links nach rechts. Allmählich können die Retter das Feuer eindämmen. Doch der Einsatz ist noch lange nicht zu Ende. Also ich war das zweite Mal im Drehleiterkorb, denn da hatten wir dann den Auftrag, von oben das Dach weiter aufzunehmen. Also mussten wir mit einem langen Einreißhaken versuchen, die Dachpfannen zu zerpickern mit der Spitze und dann mit dem Monitor runterschießen. Über 2 Stunden haben 150 Feuerwehrleute die Flammen heruntergekämpft. Erst jetzt kann ein Angriffstrupp ins Innere des Hauses vordringen. Das Feuer hat einen enormen Schaden angerichtet. Die Feuerwehr schätzt ihn auf 350.000 Euro.